Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. So, File 1, New Run. Ich würde heute gerne mal... Mit Lazarus hatten wir, glaube ich, das letzte Mal. Hatten wir Eden eigentlich? Eden hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Komm, probieren wir es mal mit Samson. Seit wann hat Samson denn drei Herzen? Möchte mir gefallen? Das möchte mir gar nicht gefallen. Hallo, Gluten-Toni. Lass das doch bitte sein. Aua. Da hab ich ja gerade voll gepennt. So, HP-Upgrade, das ist nice. Können wir schon wieder ein bisschen dealen mit dem Satan. Vorausgesetzt, wir kriegen da was. So. Ich hatte eigentlich geplant, eine Challenge zu machen, aber... Ich weiß nicht, ich fühle mich für die Challenge heute irgendwie seelisch und moralisch nicht dazu in der Verfassung. Ganz und gar nicht. Und ihr seht's, ne? Ich fühle mich wirklich nicht in der Verfassung, eine Challenge zu machen. Wenn ich hier in die einfachsten Gegner reinlaufe, ne? Hör auf, hier rumzuspringen. Benimm dich. Das ist ein blauer Stein. Mann! Mando! Mr. Mega has appeared in the basement. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Kiste says no. So. Mann. Was ich so richtig cool finde an dem Item, ne, dass die Musik so richtig langsam wird. Aber so richtig. Blaues Steinchen? Nein? Komm mal her, du kleines Biest. So, und das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Und das auch. Und die Fliege lassen wir stehen und wir gehen zum Boss. Famine. Ja, charge mal ein bisschen. Wenn sie ihnen gut tut, dann sollen sie das tun. Eigentlich müsste ich ihn ja mal... Moment mal. Ich wollte sowieso... ich werde jetzt immer am Anfang des Runs kurz Start drücken. Damit ihr den Seed seht. Und dann, wenn euch eine Ebene gefallen hat oder das Ganze nachspielen könnt. Ja, wir haben doch hier Rage. Das heißt, warum nicht ein paar Fliegen spawnen lassen, ne? Und dabei Schaden kriegen. So, hier. Zieh dir das mal rein. Der kommt ja gar nicht so weit. Dankeschön. Vielleicht hat Beinahe noch reingelaufen, das Ding. Cube of Meat. Sonst haben wir hier nichts. Nein. Oh, Guppies Paw. Nehme ich mir die mit? Eigentlich, nein, danke. Aber zumindest aufgehoben, das ist das Wichtige, falls wir hier noch ein bisschen mehr Guppy-Items bekommen. Ich brauche mehr Rage. Komm, Samson Zero. Und ich bräuchte irgendwie dringend einen Schlüssel, ne? Hör mal, das ist doch Rage, oder? Dann müsste doch normalerweise schon die Tränen jetzt schon rot sein, ne? Oder ist das nicht mehr so wie früher? Haben wir da was geändert an dem Item? Möglich. Schlüssel. Pille. Papa-Tee. Oh nö, nicht das Holy Water. Warum? Splash! Früher war das immer im ersten Teil Don't Spill It. Geh doch weg von mir. Mann. Treibt das aber auch mal wieder.
Mit den Steinen hier, diesen blauen Stein. Apropos. Zack. Kiste, keinen Schlüssel. Samson, deine Schlüsselarmut kotzt mich an. Boah, der war knapp, ne? Da habe ich meinen Cube of Meat wieder gerettet. Tja, wir hätten einen Schlüssel, aber... Und hier hätten wir einen blauen Stein. Uah. Na komm. Na komm. Oh, das ist natürlich richtig schön. Mann! Hätte man ein gutes Item reinpacken können. So ein Guppi-Item oder so. Ich hätte mir irgendwie voll Bock, Guppi zu spielen. Aha. Sehr interessant. Ich werde aber die goldene Kiste jetzt goldene Kiste sein lassen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier mal eine Bombe setzen. Genau. Oh, goldene Scheiße. Da hätte auch ein bisschen mehr drin sein können, aber ja, wir wollen nicht meckern. Schon wieder Dingel. Nein. Ja, Mist. Oh, hier. Du nervst mich. Mit deinem kleinen Afterburner hier. Ja, schon gut. Schon gut. Oh, nö, ein Range-Upgrade. Was ist denn los, Samson? Hol dir mal die guten Items. Kann ja nicht sein. Mann. Aber ihr wisst ja selbst, ne? Nicht jeder Run kann halt gut sein. Das ist das Problem. Aber ja, eklig. Ja. Aua. Was ein Scheiß. Wir gehen da trotzdem rein. Wirklich. So, einen hätten wir. Kommt der nächste auch noch. Oh Gott. Diese nervigen Charge-Teile, das ist zum Kotzen. Push dich! Irgendwo habe ich da eine Münze fallen gehört. Das noch mitnehmen, das noch mitnehmen, das noch mitnehmen. Und nirgends ist was drin. Sehr schön. Da ist doch ein blauer Stein, oder? Dachte ich mir doch fast. Da war ein X drauf. Ach du Schande. Da waren es nur noch zwei. Da war jetzt noch einer. Okay, da hätten wir den Boss auch gefunden. Samson ist ja schon ein bisschen anstrengend, ne? Vor allem gegen die hier. Wow. Der Buttpen. Das heißt, jedes Mal Geld aufheben, einen fahren lassen. Lecker. Wieder so viel Stress für eine Münze. Tat gut, was?
Okay. Itemraum fehlt noch. Ich hoffe ja mal auf ein schönes Item. Isaac's Fork. Ist mir so... Oh Gott, warum gehe ich da eigentlich rein? Wenn ich mir eh nichts leisten kann? Eine gute und berechtigte Frage. Zum Kotzen. Müsste der Triple Shot sein, oder? Ja. Ist schon mal ein kleiner Anfang zu einem Damage Upgrade. Was mit dem Shop ärgert mich jetzt, ne? Dass ich da im Prinzip aufgemacht habe, ne? Nur den Schlüssel, den ich mir eigentlich hätte sparen können. Klar, ich könnte das Zeug jetzt in die Donation Machine donnern, aber nö. Hallo Pestilenz. Nächste Cube of Meat. Hier, kriegst du mal das hier. Naja, alles gut. Alles wird gut. Würdest du vielleicht bitte da rauskommen? Oder so? Vielleicht, ja. So, Cube of Meat Nummer 2. Und nächste Ebene. Ein Arcade. Erstmal möchte ich hier rein. Oh, was bist du denn? Was warst du? Dich hatten wir, glaube ich, schon mal. Contract from the Blow. Okay. Ach du Schande. Komm her. Herzen, wirklich. Das nehme ich doch gerne mit. So, zack. Zack. Das sind 2,5 Herz, ne? Nett. Speed und Range Up. Meine Schlüssel würde ich allerdings gerne behalten. Denn den einen, den ich noch habe, ne? Hallo? Wow, wow, wow. Na komm. Okay, da waren ja schon mal 2 weniger. Gibt's da noch irgendwas für? Nö. Geh weg. Böse Spinne. Nö. Na komm. Gönnen wir uns. Für ein Seelenherz, eine Bombe und eine Schlüssel. Das sind immer so die Dinger, wo ich sage, ne... Mr. Boom. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwo so Steine finden. Genau die hier. An denen möchte ich das Ganze nämlich jetzt mal ausprobieren. Ob ich mit dem Item die Steine kaputt machen kann. So, komm mal her. Hier. Nee. Kann man die denn dann überhaupt irgendwie zerstören? Oder... Ich weiß es ja nicht, ne? Keine Ahnung. I don't know. Komm.
Na. Laufen wir mal in die Suppe rein, um die Batterie zu kriegen, dass wir nur unser Bömmchen hier quasi wieder aufgeladen haben. Dass sowieso alle zwei Räume verfügbar ist, ne? Aber... So, Boss gefunden. Mit 6 Münzen lohnt sich der Shop gar nicht. Das heißt, einmal hier zurück, hier nach unten und hier nach links. Oh, Beatboxer. Beatboxer. Na komm. Okay, das war's. Nicht schön, aber egal. Nee, du kriegst keine Schlüssel von mir. Du kriegst keine. So, einmal weiter. Gödi! Nein. Will ich nicht haben, will ich nicht haben. Na komm. Geh einfach sterben. So, Speed und Shoot Speed up. Und was hätten wir hier? Oh nö, kann da nicht was Anständiges drin sein? Mann. Ey, was will ich denn damit? Da warte ich doch lieber auf was Anständiges, wenn überhaupt noch mal so ein Raum kommt. Ich weiß es ja nicht, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich muss sowieso jetzt die Tage mal wieder mit Azazel spielen. Mein vermutlich neuer Lieblingscharakter. Und dann haben wir wieder, besten wieder den Laser Ring of Doom, ne? Aber da gibt es ja noch bessere Kombos. Das ist es ja. Was ich jetzt so mitbekommen habe. Das ist ja nicht so die einzige Kombo, die hier OP ist, ne? Gar nicht. Na komm. Komm, für 2 Bomben, warum nicht, ne? Ein Begleiter plus 2 Schlüssel plus 2 Münzen. Robobaby 2.0. Okay, und was machst du? Boah, nee, das Ding, ne? Das Ding ist ja... Das macht zwar anscheinend richtig guten Schaden, ne? Aber... Wenn ich das auch noch steuern muss, ne? Nee. Da war wirklich eine Fliege... Wirklich? Midas Touch. Golden Touch. Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Nett. Kriege ich jetzt Gold, wenn mich jetzt irgendwas anhittet oder wie? Komm, geh sterben. Lass das. Oh, sowas von anstrengend. Ja. Ich kann es mir gerade nicht leisten, die beiden blauen Feuer auszumachen. Das nicht mit 2 Bomben. Wer weiß, was noch kommt. Na, weißt du es jetzt bald, wo du hin möchtest? Oder nicht? Oder ja, nein, vielleicht? Es war so klar, ne? Dass da nochmal ein Mob rauskommt. Pfui. Ah. Na, schön. Schön, schön. Geh doch sterben.
Ihr gebt Töne von euch, ne? Das ist schon nicht mehr schön. Oh, zwei Schlüssel. Und ich muss ja sagen, wir sind doch ein bisschen fix unterwegs, ne? Flotten Schuhe an. Puh. Bisschen knapp hier. Nur ein ganz klein wenig. Haben wir hier eigentlich noch einen Shop auf der Ebene? Ich hätte genug Münzen. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Boah, ey, musst du mir jetzt hier einen hinstellen oder wie? Ist ja voll abartig. Ja, geht mal sterben. Okay, die hätten wir auch gefunden, die Boss-Tür. Was hätten wir jetzt hier noch? Ein Shop. So wie ich es eigentlich wollte. Ja. Little Baggy, extra pill room. Papa Tee. Komm, friss meine Münzen. Würde ich sagen, geht's ab zum Boss. Anderes bleibt uns eh nicht wirklich übrig. Hatschen. Bist du jetzt bald mal fertig? Das schon wieder. So. Ja, der ist schnell. Aber ich bin auch nicht gerade langsam. Hallo Meat Boy, wenn es dich noch gibt. Yes. Der Holy Grail, nice. Fliegen. Da. Sieht ja gar nicht mal schlecht aus bisher. Da. Da hätte ich ja beinahe was vergessen, ne? Oh ja, da habe ich wieder richtig was vergessen. Eternal Life. Möchte mir gefallen. Wir hatten doch vorhin schon Guppies Paw, oder? Ich glaube ja. Oh, wie ich euch hasse. Kann es wirklich sein, dass wir nur noch ein Guppi-Item brauchen? Das wär's doch jetzt. Jetzt habe ich das Item auch so ein bisschen umrissen. Also jedes Mal, wenn mich ein Gegner hittet, wird der golden. Und wenn ich ihn dann töte, dann kriege ich richtig Asche für. Hier drin jetzt Schaden bekommen, den ich nicht haben wollte. Aber egal. Ach, ihr schon wieder. Ja. Meat Boy. Komm, friss. Boss. Nur mal rein Interesse halber. Oh, was ist denn der goldene Schlüssel hier? Hätte ich mal nicht so viel donated, ne? Vielleicht finden wir noch ein bisschen Kohle. Gucken wir einfach mal.
Boah, die sind aber auch heftig, ne? Meine Herzen gehen ganz schön flöten. Aber so richtig. Oh. Ja, das ist schön, wieder ein paar Herzen zu kriegen. So, wir haben noch ein paar Bomben. Oh nö. So, Steam Sale. Das heißt, der Shop ist billiger geworden. Dann kann ich mir mal das Schlüsselteil-Dings da holen, ne? Keine Ahnung, was das macht. So, mal zurück. Wieder ein neues Item. Mom's Key. Okay. Okay. So, was hätten wir hier unten noch? Geht mal sterben. Na. Ne, ihr kommt hier nicht raus. Ne, ne. Gar nichts los, gar nichts los. Ihr könnt da drin bleiben, ihr könnt da drin bleiben. Mehr Geld. Eigentlich müsste das Geld jetzt wirklich dann auch in die Donation Machine ballern. Aber, was mein Problem ist, ihr wisst ja, es könnte ja immer noch irgendwo ein Bettler hausen, ne? Was ist das denn? E-Coli. Turdy Touch. Ja. Was auch immer du machst. Oh, hier haben wir. Komm. Naja, zumindest einen. Oh ne, ich hab diesen Kackschuss. Meat Boy, friss ihn. Oh, ganz viele Pillen. Range Upgrade. Schon wieder die. Boys of Steel. Bad Gas. Nochmal ein Range Upgrade, okay. Soll mir recht sein. Wir haben nur eine Bombe, das ist mein Problem, ne? Ich möchte aber auch an dem Automaten nicht zocken. So. Dann werden wir jetzt mal bis 15 Münzen Runde gehen. Oder auf 15 Münzen Runde gehen. Wer weiß, ob wir noch... jetzt ist das Ding eh hinüber. Das heißt, ab zum Boss. Hi Mom! Oh, wir sind ja schon bei Mom, ne? Aua! War jetzt nicht sonderlich nett von dir. Isaac. Ja, Mom, was ist los? Isaac. Oh, du wolltest gerade sagen, irgendwas schießt da auf mich, ne? Oh Gott! Stem Cells, HP Upgrade. Okay. Na komm. Lass mich nach unten. Die Kacke stört mich hier gewaltig. Ich will mich da gleich voll reinlaufen, ne? Warum machen wir denn gar keinen Schaden mehr? Yeah. Ach ja. Vorsichtig. Ich glaube, die Kacke tut weh.
Nummer 1. Komm schon. Komm schon. Sehr schön. No, no. Jetzt mache ich wieder komischerweise mehr Schaden, ne? Meat Boy. Geh futtern. 15 Schlüssel. Ach komm, wir hätten auch von der Seite rangekommt. Egal. Ich kriege meinen Schlüssel wieder. Ich fühle mich mit meiner Kombo ehrlich gesagt nie in der Lage hier. Teratoma, den hatten wir auch noch nicht. Hier mehr Räume zu machen. Weiß nicht. Ja, irgendwie ja nicht. Wirklich noch so viel Herzen? Hm. Das noch was wird, ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es definitiv nicht. Weil so prickelnd ist der Run im Moment nicht. So, mal gucken, vielleicht, gibt uns eher noch irgendwas Schönes. HP-Upgrade. Und du? So, einmal das hier. Zack. Das hier. Mehr Herzen, wir brauchen mehr Herzen. Noch mehr. Noch mehr. Wir kriegen aber keine, ne? Okay. Er will uns hier so ein bisschen verarschen, ne? Ich weiß schon. Irgendwie habe ich gerade schon wieder keinen Bock mehr auf Zocken, ne? Ach gut. Was soll der Geiz, ne? Wir haben wieder ein bisschen was an Herzen, ne? Aber die nehme ich mir noch mit. I can see forever. Oh Gott, das war jetzt wieder mies, ne? Oh, super gut. Und ich komme hier nicht mehr raus. Ging ja nochmal gerade so, ne? Boah. Ne? Zocken wir halt bei ihm weiter. Einmal. Ich hasse es. Jedes Mal, wenn man hier in Ruhe, oder was heißt jedes Mal, nicht, so darf ich es jetzt auch nicht sagen, ne? Aber es ist grundsätzlich so, dass wenn man aufnehmen möchte, dass das Telefon klingelt. Und ich. Okay. Das war's mit dem Run, ne? Der Telefonanruf, ne, der hätte jetzt eigentlich gar nicht mehr sein müssen, ne? Ich hätte da gleich einen Cut machen müssen. So, ich hoffe mal, das nächste Mal mit Samson, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr an Items kriegen, die uns ein bisschen mehr nach vorne bringen. Ich hoffe natürlich, euch hat es dennoch gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.